Hi, mein Name ist Shakurt, ich studiere Digital Media Production. Ich habe den Bachelor hier in Medientechnik gemacht und das Studium hat mich eigentlich schon sehr schnell in die Richtung der Animation und der visuellen Effekte gebracht und die Masterklasse Animation und Visual Effects hat einfach perfekt dazu gepasst. Die Aufnahme besteht aus drei Teilen. Zum einen hast du das Portfolio, das du abgeben musst. Da kann ich dir echt nur empfehlen, hol alles raus, was zum Studiengang passt und auch Dinge, die wirklich sehr kreativ sind. Das, was von dir auskommt, kommt doch am besten rüber. Je kreativer, desto besser. Der zweite Teil besteht aus dem Motivationsschreiben und der dritte Teil besteht aus dem Aufnahmegespräch. Und da kann ich dir nur raten, bleib locker, sei du selbst, sei authentisch. Du brauchst dich nicht zu stressen. Glaub mir, je authentischer du bist, desto besser wird's laufen. Ja, komischerweise schon. Ich habe relativ früh angefangen, mich mit den Themen Film und Kurzvideos zu beschäftigen. Dementsprechend habe ich auch keine richtige Kamera besessen, als ich noch ganz jung war, sondern habe eigentlich das meiste mit dem Handy gefilmt. Und das ist bis heute eigentlich erhalten geblieben. Eigentlich die Augen-Emojis, glaube ich, die relativ sarkastisch schauen. Es gibt nämlich relativ wenige Prüfungen. Es gibt hauptsächlich Projektabgaben. Dementsprechend bin ich jemand, der sehr gerne prokrastiniert und immer wieder gerne vielleicht wegschaut, wann die Deadline ist oder wann die Prüfungsabgabe ist. Falls du Fragen hast, schreib mir gerne eine Nachricht.